Die ehemalige Komplizin des Sexverbrechers Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, wurde in New York zu 20 Jahren Haft verurteilt und jetzt beginnt sie praktisch ihre Haftstrafe in einer Anstalt in Florida. Sie wurde verlegt vom Bundesgefängnis in Brooklyn in ein Gefängnis nahe Tallahassee, der Hauptstadt des Sonnenscheinstaates. Für Ghislaine Maxwell bedeutet das eine massive Erleichterung, denn die neue Anstalt ist um einiges angenehmer als der wahre Horrorknast, in dem sie während der Untersuchungshaft eingesessen ist. Das Gefängnis in Brooklyn gilt als eines der schlimmsten in den USA. Auch wurde sie meistens in Einzelhaft gehalten aufgrund der Gefährdung. Jetzt in Tallahassee beginnt für die 60-Jährige ein neues Haftleben, ein neuer Haftalltag, der viel lockerer ist. Sie hat die Möglichkeit, hier Kurse zu besuchen. Sie hat die Möglichkeit, fernzusehen, Bücher zu lesen, Zeitungen, sogar Musik zu hören. Es gibt Freizeitbeschäftigungen, es gibt Sport, alles ist hier vorgesehen. Sie kann auch eine lockerere Kleidung tragen im Gefängnis. Tagwache ist um 6 Uhr. Dann gibt es eben zahlreiche Beschäftigungen wie auch Kurse. Verdienen kann man im Gefängnis nicht sehr viel. Der Stundenlohn beträgt ungefähr 50 Cent. Makaber natürlich für Ghislaine Maxwell ist das jetzt offiziell angeführte Freilassungsdatum, denn das lautet 17. Juli 2037. Die ehemalige britische Socialite wäre dann 76 Jahre alt. Es kann natürlich sein, dass sie aufgrund guter Führung ein wenig früher entlassen werden könnte, aber klar ist, für Ghislaine Maxwell beginnt ein neuer Lebensabschnitt in dem neuen Gefängnis in Florida.